Chat, kurzen Schwank aus meinem Leben. Ich hab, gib mir jetzt mehr Mühe beim Stream und so, ne? Oder beim Zocken. Ich versuche nett zu euch zu sein. Ich lese im Chat ganz oft Sachen, wo ich mir denke, oh mein Gott, bitte geh nie raus. Aber ich werde dir auch nicht sagen, dass du dumm bist. Das ist jetzt mein Ansatz für Season 12, ne? Das ist mein Ansatz für dieses kommende Jahr. Für dieses kommende Streaming-Jahr. Das ist mir wichtig. Dass ich euch auch einfach in Ruhe lasse. Weil mein Toxic-Image, mein Anti-Mate-Image, mein Antagonisten-Image, weil ich eine deutsche Szene habe, das hilft mir ja nicht so richtig. Also, das hilft mir ein bisschen, aber das hilft mir nicht so richtig. Das heißt, ich werde einfach nett zu euch sein. Nicht, weil ich es wirklich innerlich glaube, aber weil ich euch in Ruhe lassen möchte für eure dumme Scheiße, die ihr verzapft. Ich werde quasi aufgeben. Ist quasi ein FF15 von mir und ich werde euch so in die Welt entlassen. Und dann könnt ihr euer KKW raushauen und euer No-Pass und eure Dinger. Und ich sitze hier und denke mir so, es ist okay. Eichi zum Beispiel haut 5 Subgift raus. Ich halte das durch. Ich sage nur auch, das stresst mich. Noch stresst es mich. Die Fresse zu halten, stresst mich. Ich werde trotzdem akzeptieren. Ich bin aber gestern zum Beispiel, habe ich den Stream ausgemacht. Ich habe gestern ja 6 oder 7 Stunden gespielt. Und war auch konzentriert beim League-Zocken dabei. War auch ein guter Stream. Ich enjoy die Streams auch. Trotzdem. Ich enjoy die Streams trotzdem. Ich mag die. Ich muss halt mehr Energie haben und so. Und chill nicht mehr so hart. Aber ich mag die Streams. Nur hatte ich gestern zum Beispiel echt eine Zeit, in der mein Hirn so auf Aktivität getrimmt war. Und fiel mir dann doch relativ schwer, das wieder zu beruhigen. Also, weil ich jetzt das tatsächlich als Arbeit sehe, ist auch mein Brain auf Arbeit eingestellt. Und es ist eine gewisse Art von Stress, die ich empfinde. Das ist echt, das wollte ich einfach nur kurz mitteilen. Ich brauchte eine gewisse Zeit, bis ich aus diesem schnell, schnell, Druck, Druck, Energie, Energie, Mindset rauskomme. Das ist mir gestern Abend sehr aufgefallen. Qualität vor Quantität ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, ja. Weil im letzten Jahr hätte ich zum Beispiel den Stream für Cyberpunk noch kurz angemacht. Aber jetzt mache ich das halt eben nicht. Jetzt mache ich ja selbst die erste Mission. Mir fällt auf, das Game ist komplett verbuggt. Schon in der ersten Mission. Aber ich habe zumindest eine nackte Frau rumgetragen. Das ist ja auch viel wert, ne? So machen wir jetzt weiter. Professioneller Streamer. Das ist das Ziel. Wir sehen Lee Sin Topside. Mega cooles Wort. Dankeschön, Azir. Können wir nämlich heute aggressiv spielen. War nice. Mission nicht so gut von mir vorbereitet, fairerweise. Wollen wir noch diven, oder? Schon. E ist raus. Dingens ist auch raus, for whatever reason. Ich hab Aggro. Ja, wir könnten für mehr gehen, aber wir müssen halt wissen, wo die Sinn ist, ne? Oder der Midlaner. Das läuft doch wohl so was von gut hier, oder was? Cool. Lauf in Azir rein, Bro. Besser spielen können, weil einige Skillshots die nicht getroffen haben. Nee, Sin fight ich nicht. Ist zu broke. Den können wir nicht mehr nehmen. Selbst mit allen Sums haben wir da keine Schnitte gegen diesen absolut gigabusteten Drecksjungler. White Frogging Sure. Aus meiner Sicht sieht Jhin in Promethe immer sehr ultimativ aus. Ich finde Jinx Appeal aus Kate viel besser. Ja, anderer Stil. Wenn du Jhin pickst, dann carryst du eher über Sololaner und Jungler, weil aber auch komplett viable ist. Also Jhin wird das Game nicht tragen, aber Jhin wird das Game assisten für den Rest. Immerhin Kill traded. Oh mein Gott, I'm so bad. It's fine. Sehr starkes Game eigentlich. Kann man sich echt nicht beschweren. Da bin ich mehr als happy mit. Endlich so ein Game. Die Gegner sind immer noch übel bad. Aber ich habe halt jetzt zumindest mal einen Supporter, der einfach Sachen möglich macht, von denen profitieren kann, ne? Was kann man machen, wenn man Jhin first pickt, damit das Team full tank ist? 15 Minuten warten.
Gruppe. Au, oh, da habe ich das Kassadin mehr dran. Ich glaube, die hat den Kassadin gerafft oder was? Ich habe den Kassadin überhaupt nicht gerafft in meinem Face. Das war Dwarty Pete wahrscheinlich, ne? War so busy mit vom Warwick wegkommen. Weil der Kick saß halt so. Der Kick saß halt und, naja. Ein so geiles Champ-Design. Get fucked, Ezreal. Sehr selbstbewusst, lieber Ezreal. Also, werde ich jetzt Fight fast verlieren. What the fuck? Dann haben wir diesen Fight fast verloren. Da war der schlechteste Kick, den ich jemals gesehen habe. Not my round, sorry. War für übel gut, die Ult. Jetzt nicht nochmal knapp werden lassen, den Bums, ne? Weil sonst haben wir dann ein Problem, denke ich. Was Itemization und Scaling angeht. Aber ein Späßchen, ne? Dachte, er ist eh noch weg oder flasht vielleicht noch weg, aber er hat einfach geultet, ne? Komm, mach alles sehr hoch, mal gucken, wie das aussieht. Bin gespannt. Wie sieht League in HD, in Giga geil aus? I'm interested. Da sind einfach so viele tausend Partikel, auf die ich überhaupt nicht reagieren muss, ne? Den Bildschirm einfach nur heller und Dingens am machen. Ay caramba. Ich laufe jetzt mal diesen Weg und hoffe, die Gegner loyal sind. And they are. Thank you. Aber Schildbohr raus. Ja, Schildbohr spielt. Kein Problem, Brother. Ich möchte ganz gerne dem Pike danken, weil der Pike hat die Nami outclassed und deswegen konnten wir gewinnen. Das ist die eine Rolle, die outclassed wurde und das hat am Ende dazu geführt, dass wir gewinnen können. Ihr wart ein geiles Video vom geilsten YouTuber, den du kennst? Ja, oder? Und warum bist du noch kein Abonnent? Hackt's bei dir? Hast du sie noch alle? Sofort das Abonnentending da drücken und die Glocke läuten, damit du hier kein Video mehr verpasst. Du bist doch ein bisschen dumm, bist du doch.